Fast 7 Millionen Menschen sind im Deutschen Fußballbund organisiert, dessen Auswahl dieser Tage bei der Euro in Frankreich um den Titel spielt. Große, kleine, Frauen, Männer, junge, alte. Wir haben uns auf den Berliner Paul-Zobel-Sportplatz begeben, wo wir alte Herren Fußball anschauen wollten. Hertha BSC zu Gast beim VfB Einheit zu Pankow. Spitzenspiel der Berliner Ü60-Fußballer. Im Hertha-Team dabei DDR-Fußballlegende Frank Terlecki, siegessicher wie einst beim BFC Dynamo. Na, im Prinzip kann das Einzige, was passieren kann, dass wir ausrutschen, aber ich glaube nicht dran. Gleich nach dem Anpfiff übernehmen die alten Herren der alten Dame die Kontrolle im Spiel. Gepflegte Ballbehandlung, saubere Pässe. Nur an der Laufbereitschaft kann man ab und an erkennen, dass hier Männer im Rentenalter kicken. Und vielleicht an Fans wie Horst. Denn auch wenn der Mann mit dem Rollator nicht mehr über den Platz rennt, ohne ihn würde hier keiner den Ball treten. Pass mal auf, mein Freund. Wenn ich nicht gewesen wäre, würde das hier alles ja nicht hier. Glaubt man Horst, war er es, der einst die Berliner Altliga begründet hat. Dass seine Mannschaft heute die Liga dominiert, macht ihn stolz. Wir sind von Hertha BSC Bayern München. Wir sind besser als Bayern München. Das Bayern München der Berliner Altliga tut sich allerdings schwer mit dem Toreschießen. Gehört damit dazu, ist doch kein Ponyreiten. Schwieriges Spiel, aber trotz alledem hat man die eine oder andere Chance. Jetzt muss er neu nachpfeifen. Mal sehen, was die zweite Halbzeit bringt. Die zweite halbe Stunde bringt Besserung. Beim 0:0 soll es nicht lange bleiben. Bälle, die Hertha in der ersten Halbzeit nicht in den Kasten bekommen hat, verwandelt sie plötzlich in Tore. Glücklich. Naja, es ist ein Fehler. Wie üblich sind Fehler gemacht worden vom Gegner. Aber ich habe ihm gerade gesagt, das ist der ist auch Torschützenkönig bei uns. Der hat einen Torriecher, wie früher Gerd Müller zum Beispiel. Ja. Für seine Torgefährlichkeit war einst auch Mittelfeldspieler Frank Terlecki bekannt. Und bis heute hat der frühere BFC-Kapitän das Toreschießen nicht verlernt. Ja. Wenn keiner angreift, kann ich mir die Ecke aussuchen. Geht vielleicht mein Tipp in Erfüllung mit 3-0. Wie schießt du 0? 2-0 war gut rausgespielt. Der ist technisch schon ganz gut. Der müsste nicht immer so links spielen, weißt du? Der müsste ein bisschen fairer sein. Zwei Minuten noch. Benner, komm hier! Geht weiter! Ja, gut, Jungs. Kann nur sagen, mein Tipp ist in Erfüllung gegangen: 3-0.